Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, dem ersten Video als Schreibvorbereitung für meine Challenge im Juni. Vielleicht habt ihr es mitgekriegt, ich möchte gerne 10 Geschichten innerhalb von 30 Tagen veröffentlichen, wobei ich da schon wieder ein bisschen revidieren muss, weil ich jetzt in der Vorbereitung festgestellt habe, dass ich so viele Ideen für mehrteilige Geschichten habe, also welche, die sich nicht innerhalb von 2 Seiten irgendwie abhandeln lassen, dass ich eventuell auch es so machen werde, dass ich einfach mehrere Kapitel im Juni veröffentlichen werde. Ich bin noch nicht ganz durch mit dieser Vorbereitung. Aber falls ihr Lust habt, lade ich euch sehr herzlich ein, es mir gleich zu tun und euch im Juni oder in einem Monat, wann es euch passt, mal hinzusetzen und einfach mal zu schreiben und das dann auch zu veröffentlichen. Veröffentlichen meint in dem Fall jetzt bei mir, dass ich es auf meine Webseite stelle und dass ich es bei Wattpad einstelle und so auf den Social-Media-Geschichten dann dementsprechend verlinke. Also es nicht als E-Book bei Amazon hochlade. Aber das ist euch ja überlassen. Ihr könnt es machen, wie ihr lustig seid. Nur das ist so meine Vorgehensweise. Dieses Video soll einmal so ein bisschen einen Einblick darin geben, wie ich so eine Geschichte vorbereite. Bei mir ist es so, dass ich so, ich sag mal, kleine Geschichten, die nur wenige Seiten lang sind, anders vorbereite als einen Roman beispielsweise. Beim Roman, ich habe das auch schon mal im Einzelnen, meine ich, erzählt, aber ich kann auch noch mal ein ausführliches Video dazu machen, wie ich einen richtigen Roman vorbereite. Beim Roman ist es so, dass ich meistens mir zuerst Gedanken über die Figuren und die Grundidee mache, also so das Thema, was die Geschichte sein soll, und das dann alles ausarbeite, einen Plot ausarbeite und das dann quasi aufbausche. Bei einer kurzen Geschichte, die jetzt wirklich nur eine halbe Seite oder 3, 4, 5 Seiten lang ist, da mache ich das ein bisschen anders. Da ist es so, dass ich mir zuerst im ersten Schritt überlege, welche Botschaft möchte ich mit dieser Geschichte eigentlich in die Welt setzen. Wenn ich da jetzt nicht so spontan eine Idee habe, habe ich nämlich meistens nicht, dann nehme ich mir tatsächlich einfach mal so Sprücheseiten im Internet vor oder Zitatseiten und gucke die einfach mal durch nach Sprüchen und so Sinnsprüchen, die mich irgendwie ansprechen. Ich habe jetzt beispielsweise gefunden ein Zitat, leider habe ich mir nicht gemerkt, von wem es war, kann ich vielleicht nochmal einblenden, da stand so sinngemäß drin: Letztlich musst du nur dir selbst gefallen. Und das fand ich eigentlich eine ganz schöne Idee oder einen ganz schönen Gedanken und habe gedacht, Mensch, vielleicht könnte man daraus eine kleine Geschichte machen. Das heißt, im ersten Schritt überlege ich mir, was soll das Fazit dieser Geschichte sein? Welche Message möchte ich gerne übermitteln? Bei einer anderen Geschichte, die kleine Geschichte der Traurigkeit beispielsweise, ist so als Aussage am Schluss so nach dem Motto, egal wie traurig man auch ist, es gibt immer noch Hoffnung auf Besserung. So in der Richtung. Also ich überlege mir im Grunde einen Satz, der die Geschichte so in seinem Fazit zusammenfasst. Wenn ich das habe, also beispielsweise jetzt mal für diese Idee, letztlich ist es nur wichtig, dass man sich selber mag oder dass man sich selbst gefällt. Wenn ich diese Idee habe, dann überlege ich, was für eine Geschichte könnte man daraus machen, die das als Fazit hat. Ich überlege mir dann, welches Genre ich bedienen will, weil man natürlich, man könnte darüber eine Kriminalgeschichte schreiben, man kann das als Märchen adaptieren oder eine Fabel draus schreiben, man kann da einen Liebesroman oder eine Liebesgeschichte draus machen. Also überlege ich mir im zweiten Schritt, welches Genre möchte ich denn bedienen? Wenn ich mich da jetzt nicht festgelegt habe als Autor, der sowieso immer Krimis oder so schreibt, dann kann ich mir da nochmal überlegen, möchte ich vielleicht ein Märchen schreiben zum Beispiel oder einen Erfahrungsbericht oder was auch immer man dann da schreiben möchte. Das ist der zweite Schritt. Und im dritten Schritt kommt dann wirklich die Fantasie hinzu, wo ich mir überlege, was kannst du jetzt für eine Geschichte da draus machen? In diesem Fall habe ich mich dazu entschieden, dass ich das als Liebesgeschichte zu sich selbst im Grunde aufbauen möchte. Und ja, habe einfach so ein bisschen überlegt, was könnte passieren, und bin auf die Idee gekommen, dass ich eine Frau da als Protagonistin nehmen werde, höchstwahrscheinlich zumindest. Vielleicht mache ich auch einen Mann, aber ich kann immer besser Frauen aus Frauensicht schreiben. Also eine Figur, die sich für jemanden, in den sie verliebt ist, völlig im Grunde verbiegt. Also Dinge tut, die eigentlich nicht im Einklang mit ihren Werten sind. Und je mehr sie sich verbiegt, desto hässlicher wird sie.
nicht nur innerlich, sondern desto mehr wirklich sieht man ihr an, wie schlecht es ihr im Grunde mit dieser Verbiegung geht. Das ist so ein bisschen, ja, es erinnert mich eigentlich ein bisschen an von Cecilia Ahern, dieses eine Buch, irgendwas mit Leben, einen Moment, ihr wisst wahrscheinlich besser, wie das heißt, ein Moment fürs Leben oder so, glaube ich, in der Richtung. So diese Grundidee ist da relativ ähnlich. Ich habe es jetzt ein bisschen abgewandelt und mir gefällt die ganz gut. Das heißt, je mehr sich diese Figur verbiegt, desto hässlicher wird sie. Und je hässlicher sie wird, desto schwerer ist es, diesen Liebhaber an ihrer Seite zu halten. Und letztlich wird sie natürlich dann verlassen von ihm und ist völlig am Boden. Das heißt, ich orientiere mich da an diesen ganz klassischen, nennen wir es mal 5 Punkten. Ich habe einen Anfang, nämlich eine Figur, die sich nach einem anderen Menschen sehnt. Dann trifft sie diesen Menschen, fängt an, sich für ihn zu verändern und alles zu tun, damit er sie mag. Gleichzeitig beginnt sie dann auch, sich äußerlich zu verändern. Und das steigert sich dann so weit, dass sie so hässlich ist, dass er sie verlässt und wirklich abscheulich und widerlich findet. Und dann ist sie quasi vollkommen am Boden zerstört und liegt am Boden, kann man wirklich so sagen. Und da ist dieser Moment der Selbsterkenntnis, dass sie aber feststellt, dass sie immer noch sich selbst liebt. Dass sie sich selbst auch schön findet, obwohl sie eigentlich jetzt total hässlich ist. Dass sie dennoch nicht aufgehört hat, sich selbst zu lieben und ist ihr eigentlich dann nach einer kurzen Phase des Liebeskummers egal ist, dass der Typ gegangen ist, weil er dafür gesorgt hat, dass sie jetzt hässlich ist. Und sobald sie diese Erkenntnis hat, fängt sie an, wieder schön zu werden. Sie tut wieder das, was im Einklang mit ihren Werten ist. Sie fängt wieder an, sich selbst auch zu ermuntern und Selbstvertrauen aufzubauen und wird dann natürlich immer schöner. So, und am Ende kann man sich dann überlegen, ob man ein kitschiges Ende macht, wie dann trifft sie auf einmal doch den Typen, der eigentlich der Richtige für sie ist. Oder ob man ein alternatives Ende macht, was meine Variante wohl sein wird, wo sie ohne Mann dasteht oder ohne Frau. Ich bin nur, wie gesagt, noch nicht sicher, welches Geschlecht der Protagonist hat. Wo sie aber am Ende ohne Partner dasteht und trotzdem voller Selbsterfüllung ist, weil sie erkannt hat, letztlich kommt es nur darauf an, dass du dir selbst gefällst. Und dann ist es eigentlich in der Regel so, dass die anderen Leute dich auch mögen. Und die Leute, das ist jetzt nur so ein kleine Lebensweisheit, die Leute, die einen nicht mögen, da kann man eigentlich relativ souverän drüber weggehen, wenn man selber mit sich im Einklang ist. Und das soll so ein bisschen die Botschaft dann der Geschichte sein. Ja, und wenn ich das so habe, das waren im Grunde jetzt ja 3 Schritte. Also Message überlegen, Genre auswählen und den Plot anhand dieser 5 Akte im Grunde grob durchplanen. Also bei Kurzgeschichten mache ich mir da in der Regel nicht den riesen Ablaufplan. Wenn ich da diese 3 Punkte dann durch habe, dann fange ich an, die Figur zu skizzieren. Und da halte ich mich dann auch meistens nicht so lange auf, sondern überlege mir die Eckpunkte. Also wie heißt sie, was für ein Alter hat sie, wo wohnt sie vielleicht, also wo spielt diese Geschichte, was ist ihr Want und ihr Need, also was sind so ihre ungestillten Sehnsüchte, was möchte sie kurzfristig erreichen, warum klappt das nicht und welche Entwicklung macht sie im Laufe der Geschichte durch. Das ist im Grunde das, was mir für eine Kurzgeschichte dann reicht für eine Figurenentwicklung. Und dann setze ich mich hin und schreibe das. Das ist so meine Vorgehensweise für so ganz kurze Geschichten. Ich weiß noch nicht, wie lang diese sein wird. Das wären natürlich schon ein paar Seiten, aber ich nehme an, dass das vielleicht ein Akt pro Seite Pi mal Daumen sein werden. Ich komme nicht ganz hin, aber viel mehr als 5 bis 10 Seiten wird diese Geschichte höchstwahrscheinlich nicht lang sein. Wenn dieses Video raus ist und die Geschichte dann schon veröffentlicht ist, könnt ihr ja mal den Gegencheck machen, wie lang die Geschichte jetzt geworden ist. Aber vielleicht hilft einfach diese kurze Herangehensweise, euch auch so kurze Geschichten mal zu versuchen, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass sehr viele Leute sich echt schwer tun damit, ganz kurze Geschichten zu schreiben. Das ist so meine Herangehensweise. Ich hoffe, es hilft euch. Sagt mir doch gerne mal in den Kommentaren Bescheid, ob ihr Lust habt, an dieser Challenge teilzunehmen. Falls ja, benutzt gerne den Hashtag 10G30T, sowie 10 Geschichten 30 Tage, damit ich euch finde und damit ich sehe, dass ihr mitmacht. Wenn ihr möchtet, könnt ihr auch gerne in die Facebook-Gruppe kommen. Ich schicke euch unten den Link noch. Und ja, ich hoffe, dass ich euch ein bisschen inspirieren konnte, jetzt auch an einer kleinen Kurzgeschichte mal zu schreiben. Lasst mich gerne wissen, ob ihr die Tipps umsetzen konntet. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt mir natürlich gerne.
Wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Macht es gut, bis dann. Tschüss.